Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Manuel und wie man unschwer erkennen kann, bin ich wieder unterwegs in meinem Sportstudio auf vier Rädern. Dieses Mal in meinem kleinen Sportstudio auf vier Rädern. Neben mir mein treuer Begleiter. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich auf jeden Fall wieder unterwegs. Dieses Mal zweite Rangliste AK30 in Niederreutin. Wir haben ja hier schon vor zwei Wochen gespielt mit der ersten Mannschaft. Deswegen kenne ich den Platz leider nicht, weil die haben 3x9 Loch. Und wir haben mit der ersten Mannschaft B und C gespielt. Jetzt spielen wir heute AC, also den A-Kurs kenne ich nicht. Ich habe auch keine Proberunde gespielt für den A-Kurs. Wie immer dürft ihr natürlich nicht fehlen. Ich habe jetzt noch eine knappe Stunde zu fahren, bis ich da bin. Ich würde sagen, ich melde mich dann von vor Ort. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und sage ciao, bis gleich. Vorbei. Also ich habe schon die ersten 9 Löcher gespielt. Ich kannte ja die ersten 9 Löcher nicht. Ich habe bis jetzt 2 über gespielt, also liegt 2 über. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht an einem paar 5. Da habe ich einen Bogey gespielt, das andere Bogey war ganz okay. Ich habe ein paar Birdie-Chancen leider nicht verwandelt. Aber jetzt kommen wir auf die zweiten Löcher, die ich kenne. Ja, bisher läuft es sehr solide, es geht wieder ein bisschen Wind, wie so immer dieses Jahr. Ständig spielen wir in irgendeinem Wind. Die Grüns finde ich besser als bei der DGL. Ein bisschen schneller, ein bisschen stabiler. Ja, wir laufen jetzt auf die Bahn 10, also die C1, das ist unsere Bahn 10. Genau. Und ich sage euch weiterhin viel Spaß damit und jetzt filme ich mal die ein oder andere Action noch auf dem Platz. Bis später. Ciao, ciao. Ride and burn out the rims, don't stop, don't cut to the weight of my end.
think they are. Never know a wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, they just think they are. Never know a wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, 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 ding. So, ich melde mich auch mal wieder zurück. Ja, bisher läuft es ganz gut. Ich liege 3 über. Habe jetzt gerade an einem paar 5 Birdie gespielt. Eine gute Annäherung mit dem 2. gehabt und einen Pitch aufs Grün. Jetzt kommt so ein paar 4. Genau. Das Wetter ist heute ist richtig heiß geworden jetzt. Heute Morgen war es echt angenehm. Jetzt ist es echt ganz schön heiß geworden. Von dem her, ganz schön anstrengend. Man ölt richtig in den Ärmeln. Ja, dann sage ich jetzt mal ciao und bis später. Und wir hoffen auf noch ein paar Birdies. Bis später. Ciao, ciao. So, ich bin fertig. Ich war jetzt noch auf der Range, habe noch ein paar lange Putts gemacht und dann noch so ein bisschen am Rhythmus gearbeitet. Also letzten Endes habe ich heute 2 über gespielt. Irgendwie habe ich bin ich nicht so zufrieden mit der Runde, was eigentlich völlig dumm ist, weil 2 über ist eine gute Runde auf einem fremden Platz immer. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich den Arcos ja gar nicht gekannt habe. Also den habe ich heute quasi zum ersten Mal gespielt. Ja, also manchmal muss man sich auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Also es war einfach war eine gute Runde. Ich hatte halt wieder schon wieder so ein paar lange Putts, die einfach fallen könnten. So 6 Stück, wenn da einfach nur 2 davon fallen, allein die letzten beiden Löcher, habe ich echt gute Putts gemacht. Aber im letzten Moment ist er entweder links abgebogen oder rechts abgebogen. Einmal habe ich ein bisschen zu stark gespielt, dann ist er quasi hinterm Loch zum Brechen erst gekommen. An der 17 und an der 18 habe ich ihn an der schwachen Seite zu kurz lassen quasi. Ja, alles in allem war es eine solide Runde. Der bei uns, bei mir im Flight, hat 2 Bälle weggehauen. Ja. Der hat 2 Bälle weggehauen, 2-mal Double Bogey gespielt. Ich habe nur Bogies gespielt, ja, und dann trotzdem relativ gut gespielt. Ja, von dem her mal abwarten, wie es morgen läuft. Range Session war ganz okay. Jetzt mal gucken, heimfahren und dann vielleicht gehe ich noch kurz ins Freibad bei dem Wetter. Und dann morgen, neuer Tag, neues Glück. Morgen soll es auch wieder richtig heiß werden. Ja, aber jetzt auf der Range war ich alles gut. Habe gut spielen können. Habe mich eigentlich gut gefühlt. Ja, manchmal muss man sich auch ein bisschen entspannen. Also wie gesagt, war eine gute Runde, aber 2 über, ja, ja. Ist wie es ist. In diesem Sinne wünsche ich mir jetzt noch einen schönen Tag voll. Vielleicht gehe ich ins Freibad und vielleicht melde ich mich später nochmal. Und wenn nicht, sage ich mal tschüss, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen mal wieder aus dem Sportstudio auf 4 Rädern. Ich habe mich gestern jetzt nicht mehr gemeldet. Ich habe gestern jetzt noch den Abend genossen. Wir haben momentan bei uns am Heimatclub 40 Jahre Golfclub. Also genau gestern oder an dem Wochenende vor 40 Jahren wurde der Golfclub gegründet. Dann bin ich da noch kurz vorbeigegangen und wie man sieht, ich habe mir ein neues T-Shirt gekauft. In Rot hinten ist noch ein rotes Jay Lindeberg Zeichen drauf, weil ja dieses Jahr rotmäßig auch mit Bag und Griffe auf dem Bag und so weiter, das sich ja so ein bisschen durchzieht. Und das Witzige ist, Max, mein Freund, hat sich das gleiche geholt. Also wir haben beide quasi das gleiche jetzt geholt. Er spielt heute bei uns am Hackhof das Turnier mit. Ich gehe heute auf die Rangliste und spiele die Rangliste mit dem Turnier. Vielleicht bringt es uns beide Glück, wir hoffen es mal. Bin jetzt unterwegs schon wieder Richtung Niederreutin, habe eine gute Stunde Fahrt vor mir und bin bei uns am Motocrossplatz vorbeigefahren. Die haben da heute Clubmeisterschaft, habe ganz kurz Halt gemacht und
kurz mit den Jungs gequatscht. Auch denen wünsche ich heute viel Spaß natürlich und unfallfrei bleiben, Männer, bitte. Genau, gut geschlafen. Heute wird es richtig heiß. Wir haben jetzt kurz nach 11 Uhr, wir haben schon 32 Grad. Also das kann heute richtig, richtig heiß werden. Das heißt, kühlen Kopf bewahren. Ich habe mir extra so ein kleines Handtuch mitgenommen, um ein bisschen mir das Handtuch nass zu machen und den Nacken zu legen. Und ich würde mal sagen, ich fahre jetzt anständig Richtung Golfclub und sage ciao, Kakao, bis später. So, ich bin angekommen, habe mich auch schon eingespielt mit Putten und Pitchen. Wichtigste habe ich jetzt aber im Auto liegen lassen. Trinken. Das Wichtigste bei Dez ist schon ganz schön warm heute. Wir bringen heute bis zu 36 Grad. Wird warm. Und ohne Trinken wäre das sehr schwer. Putten und Chippen war ganz gut. Guter Rhythmus. Ja, schauen wir mal, was draußen wird. Ansonsten will ich beim Einspielen wieder ein bisschen mehr Widderfokus auf Rhythmus legen, dass ich nicht immer zu schnell beschleunige. Das ist immer so bei mir ein bisschen ein Problem, dass wenn ich zu schnell beschleunige und dann zu schlampig werde, dass dann die Bälle eine zu große Kurve machen. Genau. Ansonsten habe ich echt Bock drauf. Halte mich sehr viel im Schatten auf bei der Hitze. Mache auch noch mein Handtuch nass. Und würde sagen, ich melde mich später. Und sag mal ciao. Tschüss, tschüss. One, 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 oh, one shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut, freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here. Yeah, yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. I'm turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. Your memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the brakes. I'm talking one, one chance at best. Yes. So, wir haben schon wieder 9 Löcher vorbei. Ich lege 4 über. Nicht sonderlich gut. Habe ein komisches Triple Bogey gespielt an so einem Par 4. 170 zur Fahne. Fahne steckte ganz hinten. Grün überschossen ins Aus und dann Eisen 8 hinterher. War gut. Aber rechts Chip, ein Putt, Triple Bogey. Naja. Ja. Putten ist immer nur so lala. Ich hoffe, das wird wieder. Ja, es kann nur besser werden. Und ich melde mich nach ein paar Loch einfach nochmal. Gell? Bis später. Ciao, ciao. So, an der 9 Birdie-Chance gehabt, nicht gemacht. An der 10 Birdie-Chance gehabt, nicht gemacht. Jetzt habe ich an der 11 Birdie-Chance. Also langsam nervt es mich, diese Scheißpaderei hier auf diesem scheiß Golfclub. Es tut mir leid für diese Ausdrucksweise. Wahrscheinlich muss man das piepsen. Aber es nervt mich einfach. So sieht man mal, dass die Emotionen während der Runde auch anders sein können. Aber ich kann immer geduldig bleiben und immer irgendwas. Aber es nervt. Es nervt, es nervt, es nervt. Naja, ich versuche geduldig zu bleiben, weiterzumachen. Und melde mich später nochmal. Bis dann. Ciao, ciao. So, gerade eben noch an Bahn 11, jetzt schon zu Hause wieder. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Es war aber kopftechnisch ein bisschen schwierig für mich noch. Hinten raus, deswegen habe ich gedacht, ich konzentriere mich mal weiterhin auf die Runde. Also, ein kleines Resümee. Das erste Gute ist, ich führe die Rangliste an. Ich habe ein gutes, solides Wochenende gespielt. Mit gestern einer 2 über und heute eine 1 über. Also auch hier war eine Steigerung dann heute wieder da. Auch wenn an beiden Tagen wirklich mehr drin gewesen wäre. Jetzt kommen zum Schlechten mein Putten. Also nicht das Putten an für sich, sondern ich bin absolut nicht klargekommen mit den Grüns. Schon vor 2 Wochen, als wir mit der ersten Mannschaft da gespielt haben, bin ich absolut mit den Grüns nicht klargekommen. Objektiv sehen die Grüns wirklich Bombe aus. Sie beißen auch wirklich, wenn man sie anspielt und so. Aber wenn man wirklich puttet, dann eiert der Ball quasi nur vor sich hin. Und das ist einfach nicht so meine Putt-Strategie. Zumal die ersten 9 Löcher wirklich für mich
viel besser zu putten waren als die zweiten neun. Und als ich dann heute Morgen gemerkt oder heute Mittag gemerkt habe, dass ich an den ersten neun Löchern schon nicht so gut gescored habe und ich wusste, okay, jetzt geht es auf die zweiten neun, war das echt mühsam. Wenn man bedenkt, ich hatte wirkliche Birdie-Chancen, ich glaube 8 Stück heute oder so. Also ja, und es waren wirklich dann lauter Tap-in-Pars, Tap-in-Pars. Und wie heißt es immer so schön? Ein Tap-in-Par ist genauso ein Schlag wie ein 280 Meter Drive mit der Bahn. Am Ende steht eine Score auf einer Scorekarte und man weiß nicht, okay, war das jetzt ein Tap-in-Par oder also ein Schlag zum Tap-in oder war das ein Rettungsschlag aus dem Bunker, der dann quasi ins Loch gefallen ist. Ja, das nervt dann während der Runde und dann will man es so ein bisschen erzwingen und dann kriegt man sofort die Peitsche natürlich vom Golfgott hinten rein. Dann muss man geduldig bleiben und das ist immer sehr schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ich habe wirklich sehr gut gespielt. Das ist das Wichtige für mich. Ich habe solide gespielt, ich habe gute Birdie-Chancen erarbeitet. Ich habe keine Bälle irgendwie groß weggeschlagen. Ich musste nicht unbedingt große Rettungsaktionen fahren. Das war für mich wirklich sehr solide und wirklich ein sehr, sehr gutes Turnier. Wichtig, ich führe weiterhin die Rangliste an. Das ist für mich sehr wichtig. Das dritte Ranglistenturnier ist in Sigmaringen Mitte August. Da geht es dann natürlich weiter. Und in allem war das wirklich, sage ich mal, ein solides Wochenende. Der Führende hat heute eine 4 unter gespielt, wirklich Props auch dafür. Er hat wirklich eine super solide Runde gespielt, hat heute eine 4 unter gespielt, das beste Tagesergebnis. Und hat gestern ja seine 1 über gespielt, heute eine 4 unter, quasi 3 unter als Gesamtergebnis. Und dann ich auf Platz 2 mit gestern 2 über, heute 1 über, also insgesamt 3 über. In diesem Sinne hoffe ich dennoch, euch hat das Video gefallen. Mir macht es immer noch sehr viel Spaß, euch auf der Runde mitzunehmen. Ich freue mich auch wirklich immer über das Feedback. Sowohl auf dem Golfplatz habe ich jetzt schon ein paar Leute mich darauf ansprechen hören, die das anschauen. Das freut mich wirklich immer sehr, wenn ihr mich so ein bisschen darauf anspricht. Als auch in den Kommentaren, also auch da bitte weiterhin aktiv sein und irgendwie auch eure Wünsche oder was euch mal so interessieren würde, gerne da drunter hacken. Ich werde es versuchen umzusetzen. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende, was auch immer bei euch heute ist. Ich würde mich über einen Kommentar sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, liked das Video und zu guter Letzt aktiviert die Glocke. Mein Name ist Manuel und ich bedanke mich fürs Anschauen und sage Ciao Kakao, bis zum nächsten Mal.